Ich rufe jetzt auf die dritte Lesung, das ist Tagesordnungspunkt 10 des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD. Gesetz zur Änderung der Artikel 141, 161, Bericht Drucksache 20/5755, Drucksache 20/4937, Drucksache 20/4200. Berichterstattung übernimmt der Kollege Heidkamp. Heidkamp, Sie würden dann wahrscheinlich auch gleich beginnen. Ja, bitte schön, Heidkamp, Sie haben das Wort. Die Beschlussempfehlung. Entschuldigung. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Beschlussempfehlung lautet, dass dem Plenum empfohlen wird, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE und SPD gegen AfD unter Stimmenthaltung der Freien Demokraten. Die Schuldenbremse, der Artikel 141, wurde aufgrund einer Volksabstimmung am 10. Mai 2011 in die Hessische Verfassung aufgenommen. DIE LINKE war mit einer Klagung vor dem Staatsgerichtshof gescheitert. Eine breite Mehrheit der CDU, SPD, FDP und sogar die GRÜNEN hatte sich durchgesetzt. Die Schuldenbremse wurde von bemerkenswerten 70% der stimmberechtigten Bürger Hessens angenommen. Die Bürger erteilten der Politik damit den Auftrag, endlich die Ausgabenseite in Ordnung zu bringen, nicht jedes Problem mit einer Aufblähung des Staatshaushalts lösen zu wollen. Ganz in diesem Sinne wurde dann in das Ausführungsgesetz, das Artikel 141-Gesetz, mit einer Hürde von 2/3 der Abgeordneten des Landtags aufgenommen, dass die Einnahmen übersteigende Ausgaben nur noch über Kredite zu finanzieren seien bei Naturkatastrophen und ähnlichen katastrophalen Ereignissen. Diese Hürde kann offensichtlich nur auf Situationen bezogen sein, in denen Regierungen oder Koalitionen über weniger als 2/3 der Abgeordneten verfügen würden. Solche Regierungen also nicht mehr über eine breite Mehrheit der Wähler verfügen, jedenfalls nicht in der Nähe der 70% der Volksabstimmung von 2011. Die Bestimmungen des Ausführungsgesetzes sollten eine symbiotische Einheit mit dem Ergebnis der Volksabstimmung und der Verfassung darstellen. Die aktuell regierende Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hatte diese stringente, nur in einer funktionalen Einheit zu verstehende Verbindung der Verfassung mit dem Ausführungsgesetz unter eigenmächtiger Interpretation des Artikel 88 der Hessischen Verfassung zerstört und damit den Artikel 141 der Hessischen Verfassung seiner eigentlichen Bedeutung genommen. Das war nicht der Auftrag von 70% der hessischen Wähler in der Volksabstimmung und noch weniger der Sinn des Artikels 141 in der Verfassung. Die CDU wechselt ihre fundamentalen Grundsätze und Werte in Funktion des Koalitionspartners, gerne auch in Verbindung mit zukünftigen Wahlen. Diese Entkernung wird ihr nicht guttun. Diesen unwürdigen Überbietungswettbewerb, den wir jetzt auch wieder beobachten können, kann die CDU nicht gewinnen. In weiser Voraussicht und in Erkenntnis der Versuchungen des politischen Tagesgeschäfts und als hätte er es geahnt, wie schnell sich seine Partei von den eigenen Werten verabschieden kann, erklärte der damalige Finanzminister Dr. Thomas Schäfer, mit dem Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse verpflichten wir uns dauerhaft zu einer nachhaltigen und zukunftsgerichteten Haushaltspolitik. Die hessische Landesregierung stellt sich im Interesse nachfolgender Generationen der großen finanzpolitischen Herausforderungen, die dieses Projekt mit sich bringt. Dr. Schäfer konnte nicht ahnen, wie schnell seine CDU seine Einsichten und für ihn in Stein gemeißelten Prinzipien über Bord geworfen würden. Bei den Ausgaben über das GZSG muss man drei Problembereiche klar unterscheiden. Erstens die direkten Auswirkungen und notwendigen Ausgaben in der turbulenten Anfangsphase der Corona-Pandemie. Dafür ist die Regierung nicht verantwortlich zu machen. Die Auswirkungen auf den Haushalt sind aber relativ gering
und wären ohne große Probleme im normalen Haushaltsrecht darstellbar. Zweitens. Die Kosten und Auswirkungen infolge von Fehlentscheidungen der Regierung während der Pandemie. Und drittens. Die Maßnahmen, mit denen Fehlentwicklungen der Vergangenheit bereinigt und mit denen von der Corona-Problematik unabhängige politische Projekte bezahlt werden. Für diese beiden letzten Kategorien muss die Regierung der CDU und der Grünen die Verantwortung übernehmen. Mit unserem Gesetzentwurf auf Aufnahme der Zweidrittelregelung in die Verfassung in direkter Verbindung mit dem Artikel 141 fordern wir den Landtag auf, zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 eine Volksabstimmung einzurichten. Ich wundere mich über das mangelnde Interesse an einem Antrag, der die Verfassung ändern soll. Das ist schon toll. Die Bürger Hessens sollen damit entscheiden können, ob sie nach den gemachten Erfahrungen im Rahmen des GZSG die Zweidrittelregelung in die Verfassung aufnehmen wolle. Der Wille, der Auftrag der Bürger in der Verfassung soll nicht weiter mit einfacher Mehrheit und aus kurzsichtigen Interessen unwirksam gemacht werden können. Sehr geehrte Abgeordnete, insbesondere der CDU und der FDP, nutzen Sie die Chance, sie kommt nicht wieder, Ihr ausgezeichnetes und bisher sehr erfolgreiches Vorhaben der Schuldenbremse in der Verfassung gegen kurzsichtige Interessen abzusichern. Geben Sie mit Ihrer Zustimmung zu unserem Gesetzesantrag den Weg frei für diese Volksabstimmung. Die Bürger können diese Entscheidung aber nur treffen, unter detaillierter und für die Bürger verständlich aufbereiteten Informationen über die steuerlichen, wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen und Belastungen, welche nach den Wahlen und den Folgejahren auf sie zukommen werden. Das wäre ein fairer Wahlkampf. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächster Redner ist der Abgeordnete Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur Sache ist genug gesagt. Deshalb zum Abschluss der Debatte von mir noch für Sie, insbesondere für die Antragsteller, ein sehr klassisches Zitat. Quo usque tandem ab utere patientia nostra, quam diu etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem sese effrenata iactabit audacia. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Übersetzung gebe ich zu Protokoll. Wer ohne hessisches Abitur ist, mag sie dort nachlesen. Ansonsten vielen Dank und frohe Pfingsten. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Ein bisschen mehr Ruhe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind am Ende der Aussprache. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die werden die dritte Lesung dann abstimmen im Abstimmungsblock.